Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblogs. Ja, vor einigen Wochen hatte ich ein kleines Giftset von Der Weiße Hai geunboxt bzw. vor der Kamera für euch ausgepackt. Und ich habe ein paar Zuschriften bekommen per E-Mail und per Facebook, ob ich denn nicht mal die Giftbox von Jurassic Park auspacken könnte. Die habe ich ja auch mitbekommen und das wollte ich heute tun. Ja, normalerweise ist es ja vor einem Unboxing von meiner Person her etwas unüblich, dass ich vor der Kamera stehe. Dass ich heute vor der Kamera stehe, hat einen ganz besonderen Grund, denn ich mache heute mal etwas, was ich schon lange nicht mehr getan habe. Denn heute mache ich für euch eine YouTube- und Facebook-Kanalempfehlung, die mal überhaupt gar nichts mit der Thematik Film, Movie, Fernseh, TV, Kino und sonst irgendwas Unboxings zu tun hat. Denn heute möchte ich euch eine Facebook- bzw. YouTube-Seite nahelegen oder vorstellen. Und zwar geht es um das Thema Kitesurfen. Ja, was hat das jetzt mit Andis Kinoblog zu tun? Eigentlich gar nichts, aber ich habe mir gedacht, ich mache gerne Dinge, die mir gefallen auf meinem Kanal und die ich auch gerne vorstelle. Und unter anderem möchte ich auch gerne diese Seite vorstellen, denn viele von euch haben ja bereits vielleicht mal so am Rande mitbekommen, dass ich seit einigen Jahren, um es genau zu sein, vor drei Jahren angefangen habe mit dem Kitesport. Ja, was ist jetzt das Kitesport, wird sich der eine oder andere fragen. Vielleicht gibt es unter euch Leute, die kennen das nicht und vielleicht gibt es natürlich auch mit Sicherheit Leute, die das kennen. Kitesport ist ganz einfach erklärt. Ich tue es jetzt mal lapidar ausdrücken für den Laien. Ich habe einen Drachen 25 Meter vor mir gespannt und lasse mich mit dem ziehen übers Wasser auf eine Art Surfbrett. Das ist jetzt das Kite oder das ist der Kitesport an sich. Es ist wie praktisch Windsurfen. Ich stehe auf einem Surfbrett, habe ein Segel in der Hand und fahre mit dem Wind übers Wasser. Das ist das, was ich seit 3 Jahren versuche intensiv zu machen. Ich bin ein noch relativer Anfänger, aber damit das so Spaß macht, dachte ich, ich gebe mal da kurz einen Einblick in mein Privatleben rein, was ich normalerweise gar nicht gerne tue, aber liegt auch jetzt daran, dass ich die Seite gerne vorstellen möchte. Und für die Profis halt oder für das normale Jargon, der Kite ist praktisch der Schirm, den man halt vor sich hat. Und man tut auf einem Kiteboard stehen und lässt sich natürlich von dem Kite übers Wasser ziehen. Ich persönlich bin noch Anfänger, aber um den es jetzt geht, das ist der Kanal Kite Buddy. Der Kanalinhaber ist der liebe Dorian. Der Dorian ist ein Kite-Kollege, den ich leider noch nicht persönlich kenne, aber vielleicht auch irgendwann mal kennenlernen darf. Da würde ich mich sehr freuen. Und da mir diese Seite und dieser Sport privat auch sehr am Herz liegt und ich das auch einfach mega geil finde und ich da Herzblut geschnuppert habe dran oder Herzblut habe, bin ich einfach verpflichtet, diese Seite für mich persönlich und auch an meine YouTube-Kollegen oder Fans hier oder Abonnenten auch mal weiterzugeben. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, sich das mal anzuschauen, mal ein Like da zu lassen, denn der Dorian ist ein ganz, ganz feiner, lieber Kerl. Er hat einen eigenen Kite-Laden. Ich glaube, er macht auch Kite-Kurse. Und was mich aber persönlich, weil ich auch sehr weit weg wohne von der Nordsee in Koblenz und er leider, oder was heißt leider, er da oben wohnt, habe ich halt leider das Pech, dass ich nicht so oft dahin fahren kann und bin halt natürlich auch arbeitstechnisch daran gebunden, auch mal ein freies, längeres Wochenende zu fahren, um hoch mal an die deutsche Nordseeküste zu fahren, um zu kiten. Ja, das ist natürlich noch immer so ein bisschen schwierig oder man verbindet das mit dem Urlaub. Daher bin ich in meinen Augen definitiv noch ein Anfänger. Der Dorian hat einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal. Kite Buddy nennt sich der. Den blende ich auch hier die ganze Zeit mit ein. Ihr könnt dann da drauf gehen. Und der erklärt von A bis Z alles, was man zum Kiten benötigt. Er hat eine sehr, sehr große Rubrik im Thema für Anfänger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das auch, warum ich diesen Kanal so wertschätze, weil er sich auch für Anfänger Zeit nimmt. Er erklärt viel. Man kann wirklich, ohne direkt an der Basis zu sein, über diesen Kanal wirklich viel lernen. Fachbegriffe, wie man in Kite startet, wie man anfängt, Anfängerboards, von Kite-Material bis zu Neoprenanzügen, Kiteboards, Trapeze, ein Trapez ist so ein Bauchgurt,
den man sich vorschnallen muss, weil der Kite praktisch in dieses Trapez eingehakt wird, weil man den so nicht ziehen kann. Mein größter Kite, den ich jetzt habe, der ist um die 13 Quadratmeter. Ich habe aber noch einen kleineren. Man braucht für verschiedene Windstärken verschiedene Kitegrößen. Aber da das natürlich alles auch sehr teuer ist und ich Einsteiger bin, habe ich mir schon überwiegend das Zeug persönlich schon neu gekauft. Zwei Kites, ein eigenes Kiteboard, Neoprenanzüge und alles, was man dazu braucht. Ganz ehrlich, das ist mega geil und ich habe dafür wirklich Feuer gefangen. Ich liebe das einfach. Ich finde, man ist verbunden mit der Natur, man ist draußen, man hat den Wind um die Ohren, man sieht, man guckt einfach aufs Wasser und kann dann einfach, weil es ist ein Lebensgefühl. Für mich wie Motorradfahren oder für dasselbe wie Motorradfahrer. Ja. Und auf dieser Seite oder auf diesem Kanal kriegt man wirklich vom Dorian alles erklärt. Er erklärt das wirklich auch für Leute, die, ich sag mal, ein bisschen begriffsstutzig sind. Wirklich für die auch teilweise noch gar keine Ahnung von den Fachbegriffen haben. Und deswegen muss ich diesen Kanal hier einfach auf meinem Kanal vorstellen. Und vielleicht danach, wenn ihr mal drauf gewesen seid auf diesem Kanal und die Möglichkeit habt, könnt ihr da drauf gehen und vielleicht habt ihr Interesse daran, in eurem nächsten Urlaub einfach mal einen Kite-Kurs zu machen. Kite-Kurse werden eigentlich fast überall an der deutschen Nordseeküste oder in Holland angeboten. Man muss nur fragen, es gibt genug Windsurfschulen dort und einen Kite-Kurs 1, 2, 3 Tage machen. Mein erster Kite-Kurs war 3 Tage, dann bezahlt man 100 Euro für einen Tag, dann hat man 300 Euro. Klar investiert, aber man kann reinschnuppern, man kann eine Kite-Lizenz machen. Ich habe mit meiner Frau eine Kite-Lizenz gemacht. Es wird in mehreren Level hochgemacht, das heißt, oder angeboten. Ich habe jetzt Level 3 erreicht und dazu eine Sachkundeprüfung praktisch, beziehungsweise eine theoretische Prüfung. Mit diesem Kite-Ausweis kann man dann theoretisch zu den Kite-Schulen hingehen und kann dann dort auch Material ausleihen, wenn man erstmal nicht selber das Kite-Material kaufen möchte, was natürlich immens teuer ist. Mein Kite-Material kostet so um die 3.000 bis 4.000 Euro jetzt mit dem Board und alles. Neoprenanzüge, man braucht mehrere Neoprenanzüge für die verschiedenen Wassertemperaturen. Ich habe jetzt auch nur 2 mit 3,5 mm und 6 mm, das reicht mir erstmal. Und man muss sich halt daran rantasten. Und ihr habt auch gerne dann die Möglichkeit, vielleicht auch den Dorian Fragen zu stellen, wenn ihr Bock habt oder Interesse habt, einfach mal zu kiten. Oder wenn ihr das nächste Mal an einem Strand sitzt und ihr seht Kite-Server, dass ihr die vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel sieht, dass das, oh, ist ja nicht nur einfach so ein Blödmann, der da auf dem Board hin und her fährt, sondern das ist ein richtiger Wassersport. Und manche Leute, die haben das so krass drauf, die machen Sprünge 20 Meter hoch, Wahnsinn, das ist schon geil. Ja. Das ist auf jeden Fall der Kanal. Er hat auch einen Facebook-Kanal, Kite Buddy. Geht einfach da drauf auf diesen Kanal und liked mal, schaut euch die Videos an und vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Blut geleckt und in eurem nächsten Urlaub macht ihr ja auch schon einen Kite-Kurs. Wer weiß. Das war's jetzt von mir. Jetzt geht's weiter mit meinem Unboxing zu der Jurassic Park Gift oder ja Geschenkbox. Schauen wir mal, was da alles drin ist und ich würde sagen, ich schalte jetzt ab und wir gehen zum Unboxing und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So ihr Lieben, da bin ich jetzt zurück und das ist natürlich jetzt die sogenannte Jurassic Park Collectors Edition Legacy Kit 25th Anniversary. Ich glaube, das habe ich jetzt so richtig ausgesprochen. Oder eine sogenannte Geschenkedition. Genauso wie wir sie auch beim Weißen Hai hatten. Ja, und da sind natürlich auch ein paar coole Gimmicks drin. Auf jeden Fall sehen wir mal von hinten, dass alles hier komplett drin ist. Vor allen Dingen auch der Banner, den man dann am Schluss von Jurassic Park einzieht. Oder auch mal am Anfang mit dem Skelett und alles. Nummernschild. Eine Karte plus VIP-Visitor, das ist alles mit in dieser Box. So, dann würde ich mal sagen, wir öffnen hier mal, beziehungsweise dann werde ich einmal kurz die Kamera etwas runterfahren, so das reicht.
und öffnen wir mal kurz die Box. Die weiße Highbox war natürlich etwas größer, aber was wir in der Box haben, das habe ich draußen bei mir über bzw. um meine T-Rex-Büste hängen. Das ist dieses VIP-Visitor von Jurassic Park. Das ist eine Plastikkarte und das ist der sehr günstige Schlüsselanhänger, wo auch Jurassic Park draufsteht. Ja, finde ich sehr, sehr lustig, so kleine Gimmicks. Die finde ich immer cool, dass man sowas macht. So, hier haben wir den Banner. Der ist natürlich aus ganz günstigem Stoff, aber trotzdem sehr cool. Könnt ihr mal einmal drüber schauen. Ich ziehe ihn mal. Aber das Geile daran ist, dass der wirklich cool bedruckt ist. Und diesen Banner konnte ich in mein T-Rex-Diorama mit einbauen. Beim nächsten Video werde ich mal kurz drüber fahren. So, hier haben wir natürlich noch eine schöne, ja, nochmal eine Beschreibung, was hier alles drin ist. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Und wir haben hier ein Zertifikat, dir Besucher, ne, dir Visitor und natürlich Unterschrift von John Hammond, ganz wichtig. Könnt ihr euch jetzt mal durchlesen. Ja, so eine Art günstiges Urkundenpapier. Ja, dann kommen wir zu einem coolen Highlight aus dieser Box. Und zwar haben wir hier ein Jurassic Park Nummernschild von den Jeeps. Hätte ich das gewusst, dass ich irgendwann mal diese blöde Box bekomme, hätte ich mein erstes Jurassic Park Nummernschild mir nicht gekauft. Das habe ich mir nämlich für 35 Euro alleine gekauft. Aber dafür habe ich dann die Nummer 12 drauf von dem Jeep, was auch, ich glaube, im Film vorkam. Ist ein Blechschild. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gimmick. Ist auch geprägt. Hier ist komplett alles geprägt. Ist wie ein normales Nummernschild. Aber das von Jurassic Park. Muss man haben. Definitiv. Ich finde es cool. So, was haben wir denn noch? Das ist jetzt immer so eine Sache. Ah ja, genau. So, wir haben hier eine Karte. Hier ist das Tor. Jetzt machen wir das mal auf. Und wenn wir das mal ganz öffnen, haben wir dann halt so eine Art Plan. Auf Chinesisch, auf Englisch. Und hier haben wir, wie vom Phantasialand oder vom Europapark, eine Parkkarte. Mit den einzelnen Gehegen und den einzelnen Tieren, die in ihren Absperrungen natürlich gefangen sind. Ne? Unter anderem ist auch hier dann der Bereich des Tyrannosaurus. Ja, den hätten sie besser mal in Ruhe gelassen. Und übrigens hier so grafisch dargestellt ist das Tor, damit man mal ungefähr weiß, wie im Film so die geografische Geschichte ist, wie das aussieht, der Park. Ist ja schon geil, ne? Kommt im Film ja gar nicht so wirklich rüber. So, ja, was haben wir denn noch? Eine Karte. Jurassic Park, ein 3-Tages-Pass, 550 Euro. Das heißt, wenn der Jurassic Park dann damals tatsächlich eröffnet hätte, wäre das wahrscheinlich meine Eintrittskarte gewesen ins Reich der Dinosaurier mit der Nummer 53. Cool. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal, wenn dieser Park tatsächlich eröffnet wird und unsere Wissenschaftler auf dieser Welt schaffen es tatsächlich, einen Dinosaurier zu klonen, wovon ich auch stark ausgehe, dass irgendwann ein Mammut geklont wird. Da sind sie ja mittlerweile dran, wer da mal sich schon ein bisschen interessiert für. Ich weiß jetzt den aktuellen Stand des Klonprozesses nicht, aber ich glaube, die sind schon sehr nah dran, ein sibirisches Mammut wohl wieder irgendwann ja, zu klonen und in die Umwelt, in die sibirische Tundra zu entlassen. Wer weiß, ob das klappt, dann haben wir in den nächsten 50 Jahren vielleicht sibirische Mammuts in der, ja, russischen Tundra rumrennen. Keine Ahnung, das geht. So, was haben wir hier? Night Vision Goggle Safety Instruction. Achso, gut. Ha, sehr geil. Ich gehe davon aus, dass dieses Prospekt im Fahrzeug liegt, als Hinweis, wo man die sogenannte Jurassic Park Goggle findet. Das Ding gibt es auch übrigens demnächst bei mir auf dem Kanal als Unboxing, weil das kommt von Chronicle Collectibles in 1:1. Und hier seht ihr, unterm Sitz könnt ihr da reingreifen und die Goggle, so nennt man das Ding, auch von Ghostbusters gibt es die Ghost oder die Ghostbusters Ecto-Goggle nennt man die. Die Ecto-Goggle gibt es auch. So, ist eine Instruction-Anleitung, wie man die zu bedienen hat. Sehr gut weiß ich das auch. Und dann brauche ich nicht die Bedienungsanleitung von Chronicle Collectibles gucken. So, ist hier drunter noch was? Ups, nicht kaputt machen. Ah, das ist alles immer so. Ne, darunter ist nichts mehr. Ah, aber hier. So,
Dann einen sehr, sehr geilen Aufkleber von Mr. DNA. Und dafür liebe ich diese Box, weil genauso geile Gimmicks drin sind. Mit Aufklebern Mr. DNA. Dann haben wir hier auch nochmal ein Jurassic Park Aufkleber. Dann haben wir hier noch einen zweiten Jurassic Park Aufkleber mit einem Tyrannosaurus. Ich habe gerade gedacht, da ist ein Schokolädchen drin. Nein, ist es nicht. Was haben wir hier? 18 Excel Trading Cards. Also Trading Cards ist ja gar nichts für mich. Ich mag Trading Cards nicht. Dann steht dann hier so drauf. Alles so drauf, ne? Was man hier so lesen kann. Ich werde euch jetzt nicht alles zeigen. Nur die Dinosaurier von vorne. Was dann hier euch so erwartet für die richtig geilen Fans. Ach, schon sehr lustig. Ach, der Mönch. Stegosaurus. So, dann haben wir den Velociraptor. Oh, den Spinosaurus. Den müsstest du auch nochmal irgendwie geben in einem Film. Also der Spinosaurus fand ich geil. Also den dritten Teil fand ich jetzt von Jurassic Park Reihe den schwächsten. Aber den Saurier an sich, den Spinosaurus, haben sie wirklich super gemacht. Und da schade, dass der nicht so ganz so zu... Ah, da hat mir noch ein bisschen was gefehlt. Also Spinosaurus war ein geiles Tier. Und was aus dem geworden ist, ich glaube, der ist ja nicht gestorben im dritten Teil, dann müsste der ja theoretisch noch leben. Ne? Theoretisch müsste der ja noch leben, der Spinosaurus Ägyptikus heißt der. Da hätte ich nochmal so ein Comeback von dem Ding. So, was haben wir noch? Ein Pin. Oh, ein Jurassic Park Pin. Finde ich mega geil, Pins. So filmbezogene Pins, eigentlich müsste man das in die Vitrine legen, aber das bleibt in der Box. Ich finde das geil. So, dann haben wir hier noch einen Pin. Ah, noch einen Pin. Ein DNA-Pin, genau. Mega, mega mäßig. Ich finde das geil. Schaut mal. Richtig geil. Und der auch. Der ist richtig gut hier, der. Schön farbenintensiv ist der. Ich mag das. So muss das sein. DNA-Pin. So, dann haben wir noch zwei Postkarten. Falls jemand von euch vorhat, sich die Box zu kaufen und er fährt mal in den Jurassic Park, kann er dann diese Postkarten ausfüllen und in den Briefkasten werfen auf Isla Nublar. Wahnsinn. So sehen die aus. Ist doch cool. Ja, ich muss sagen, als kleine Geschenkbox, so für knapp, glaube ich, gab es für 28 Euro. Könnt ihr auch bei der Firma oder beziehungsweise beim Online-Shop von Bunker 158 bestellen. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesen Boxen. Ich hoffe, da kommt auch demnächst noch mal ein bisschen was anderes raus. Vielleicht was mich denn auch so interessiert von Indiana Jones oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Alien-Box gibt in dem Sinn. Aber ich mag das. Ich finde das cool. Ist lustig, ist nicht teuer. Und für so einen kleinen Spaß kann man doch gerne mal ein bisschen Geld ausgeben. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, ihr Lieben, das war's von mir, von der Collectors Edition von Jurassic Park. Ich mache den Deckel jetzt wieder zu und bitte geht einfach mal auf den Kanal von meiner Kanalempfehlung vom Dorian Kite Buddy. Ich denke, das ist eine tolle Sache. Ich denke auch, dass der Dorian sich darüber freuen wird. Und ja, ich verabschiede mich von hier. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Grüße auch vom Mischa alias Ex Mischas Filmwelt, ihm geht's gut. Wir gehen heute in Rambo 5 gucken im Kino. Trotz vernichtender Urteile, die es schon gab, jetzt auf Facebook und Co. Aber das ist mir egal. Ich möchte mir trotzdem Rambo in der kompletten Uncut-Fassung, in der Todesfassung einmal anschauen. Und jo, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und bis dann, euer Andi von Andis Kinoblog. Tschüss.